Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Mir geht's einigermaßen wieder gut. Ihr könntet eventuell hören, dass ich noch ein bisschen heiser bin. Gestern ging gerade bei mir gar nichts. Deswegen musste ich für Freitag, also heute, wo ich auch aufnehme, ein bisschen umplanen und habe einfach gehofft, dass ich heute wieder wirklich klar sprechen kann und habe ich gerade mit dem Stuhl gegen mein Mikro gekommen. Es wird sich langsam wieder alles normalisieren. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Erkältung, Freunde. Erkältung ist so scheiße. Ich weiß, dass da noch ein trockener Husten kommen wird, aber derzeit habe ich ihn nicht. Und deswegen werde ich das ausnutzen und aufnehmen. Ich habe aus Versehen schon die Mission begonnen, deswegen werde ich einfach die Mission neu laden. Und ich habe mich jetzt zu dem Punkt begeben, in dem wir die letzte Folge gesehen haben, das heißt da am Arsch der Welt. Und dann gucken wir, was passiert. Akzeptieren bitte, ja. Jetzt kommt ein Ladebildschirm, wird das. Ach, egal. Wie lautet der Kurs? Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Okay, das war seltsam. Küste von Afrika? Cool, Ladebildschirm. Was war das denn für ein Glitch? Ich dachte, hä? Was ist denn los? Plötzlich zeigt er mir irgendwie was aus der Ferne. Ah, ich hatte recht mit dem Arsch der Welt. Ah, sieht das cool aus hier. Das ist Afrika? Hui. Ganz schön stürmisch. Gucken wir mal auf die Karte. Okay. Ich wollte gerade sagen. Komplett neues Land, was ich irgendwie erkunden kann? Nein, leider nicht. Wir sehen hier nämlich einfach nur das hier. Da müssen wir hinsegeln wahrscheinlich. Karibisches Meer. Oh, so weit weg ist das gar nicht. Die Karte sah größer aus, als ich vermutet habe. Gesundheitsupgrade. Verdammt. Oh Gott, ich habe Gegner gesehen. Kann ich die eigentlich hier schon machen? Erstellung. Ja gut. Wie die Herstellung zurzeit nicht verfügbar. Ach, scheiß Mission. Ah, ich hätte so viel Leben haben können. Leersegel einholen. Okay, warte, kleinen Moment. Ich muss mal kurz meinen Ton leiser stellen. Ah. Leersegel hoch, aufgehalten. Achso, da hinten. Von den Hunden, Sir. Sagt das doch einer. Tiggies. Feuer! Ein Wrack mehr. Jawohl. Ups. Daneben, verdammt! Ja, das war auch nicht mehr in meiner Absicht, ne? Verdammt. Was mache ich denn? Hä? Hat nichts gebracht. Ich hoffe, ich abzuschießen. Hey! Bitte durch! Okay. Komm her! Aber kein Problem. Ich kann ja den hier machen. Wo das bin ich? Das wird sie versenken. Sie stehen am Tor zur Hölle. Ja, und ich bin irgendwo nirgendwo. Klasse. Aber die sind genauso verwirrt wie ich. Oh, da kommt was Großes. Feuer! Nein, nicht drauf schießen, nicht drauf schießen. Ach, verdammt. Auf dein Zeichen, Captain. Komm wenigstens ein bisschen näher, bis ich schieße. Aha, ich konnte es abbrechen. Feuer! Zu viel Feuerkraft, Captain. Zurück! Oh, Schwein. Feuer! Kann der Geist gegen machen, dass ich von dir ausschieße, ne? Feuer! Ich bin der übelste Cheater! Feuer! Sollen wir entern, Sir? Ja, gleich, warte. Feuer! Schieß dahin, Sir! Easy! Easy! Also, ich würde sagen, das war einfach. Ich meine, ich habe ein bisschen gescheatet, aber hey. Er hat sich anscheinend hier nicht reingetraut. Manchmal muss man auch Glück haben, Leute. Manchmal muss man auch Glück haben. So, dann kümmern wir uns erstmal um die Kollegen. Aufschießen, Segel setzen. So, ganz entspannt. Nein, ich will die Typen retten. Ach, ich konnte es gar nicht mehr. Schade. So, was haben wir denn da? Zack. Zack.
Schön da hinten in die Menge. WTF. Könnt ihr mal sterben oder so? Geht doch. Da freuen die sich echt nass. Ich glaub's nicht. Yeah, jetzt kommt... Ich. Okay. Warte, ich bin gleich da. Jetzt komm ich! Au! Das war nicht fair. Ich könnte echt mal ein bisschen mehr Leben gebrauchen, ne? Schubst sie alle runter. Jawohl. Huch, halt. Du hast nicht mal eine Waffe. Was willst du von mir? Besorg dir erstmal eine Waffe und komm wieder. Nachdem du dich irgendwie wiederbelebt hast. Ah, ins Auge. Oh mein Gott. Oh, das hat mich gerade so irritiert. Oh mein Gott. Oh Mann, das muss grausam sein. Ins Auge. Oh Gott. So, jetzt gebt auf. Will nicht alle töten. Ein paar Männer will ich behalten. So. Zack. Hallo. Au. Okay, das irgendwie funktioniert. WTF? Wie kommt er an mich ran? Shit, shit, shit. Was machst du denn? Wieso kletterst du? Kletter verdammt nochmal da hoch. Okay. Okay. Okay, ich hab's verstanden. Du kletterst nicht so gerne. Okay. Ja, easy, so. Geht doch. Geht doch. Wieso nicht gleich so, Leute? So. Ja, wir sehen ja noch ganz gut aus. Rum, Zucker, schwere Kugeln, Mörsergeschosse, Crewmitglieder. Weil ich nur ein paar am Leben gelassen habe. Ich kann nur reparieren? Okay, repariere ich halt. Ich glaube, ich habe schon zu viele Schiffe. So, weiter geht's. Den Weisen finden. Ich bin gespannt. Waren das gerade nicht noch 600 Meter? Oh oh, ich sehe schon, komm. Ja, wir werden da kämpfen müssen. Ich sehe doch die Befestigung. Oder doch nicht. Alles gut. Alles gut. Endlich. Land. Gib mir Land. Ja. Kann nicht mehr weiter. War geplant. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. So, wir gehen mal über die Lanze hier. Verdammt. Ich habe gehofft, dass ich ein bisschen näher ans Land komme. So, ah, Leute. Ach Gott, guckt euch das an. Guckt euch das einfach an. Ich glaube, deswegen war das Spiel so beliebt, weil einfach die Atmosphäre so cool war. Und mit dem Wasser. Oh, das ist einfach... Wenn man dieses Spiel spielt, ist es wie Urlaub. Es ist einfach wie Urlaub. So. Und im Urlaub tötet man Menschen, das wissen wir ja. Also ich tue es jedenfalls. Manchmal. Aber nur zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel mein Geburtstag. Ich habe nichts gemacht. Siehst du? Ich glaube, mein Ziel war es tatsächlich, die Kisten zu sprengen, oder? Nur den Weisen finden. Okay, das klingt easy. So, werde ich jetzt irgendwie reingelassen oder so? Ich glaube nicht. Aber dieses Bäumchen hier sieht aus, als könnte ich drauf rumklettern. Das ist doch mal ein Anfang. Ja, ich wollte gerade sagen, es sieht aber nur so aus. Nein, es geht tatsächlich. Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, gefunden. Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockrum. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah,
Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Turnfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Corcoran und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Doppelattentat? Ich tue, was ich kann. Okay. Und Piraten befreien. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr machbar. Huch. Natürlich schleichen wir immer. Ich bin wie immer im Schleichmodus. Hehehehe. Alleine seid ihr. Ich bin aber schwach. Okay, er ist nicht alleine. Aber gleich. Dreh dich nicht um. Ich sagte, dreh dich nicht um! Du hast nichts gesehen. Ich habe nur Munition geklaut. So viel zu dir. So, ich vermute mal, das sind die Männer, die ich befreien soll. Dann geben wir mal unser Bestes, uns da irgendwie hinzuschleichen. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, was die wollen. Zack. Ihr habt nichts gesehen. Gut, die gehen gerade weg. Und die sind tot. Ey! Da wollte ich gerade umdrehen. Der Sack. Okay, ich glaube, ich sollte hier am besten hochgehen. Das sieht mir aus, als würde da ein Sniper rumhocken. Ja, cool. Du bist einfach so eine coole Sau. Du springst auf unsichtbare Wände. Eine Kiste. Guck dir weg. Oh, sie haben die Leiche entdeckt. Fuck, 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 fuck. Mut, greif was. So, war doch easy. Gut, dann geben wir uns auch die Kiste. Das war keine Kiste. Die habe ich getrollt. Ach, da hinten ist die Kiste. Ich wollte schon sagen, all die Mühe umsonst. So. Dann wartet hier ja eigentlich noch einer. Ich dachte eigentlich, hier wäre ein Scharfschütze oder so. Ja. Oh nein, du hast nichts gesehen. Der ist dämlich. Scheiße, Scharfschütze. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll ich machen? Ja. Dass das einfach alles funktioniert. Ich bin erstaunt. So, meine Kollegen. Ihr seid dann auch mal weg. Ich bin heute in Bestform, Leute. Ich bin in Bestform. Alter Schwede. So, zum nächsten. Oh, ich hab nicht gedacht, dass ich das schaffe. Das sah, mit dem Sniper sah das gerade so unmöglich aus, hier unentdeckt durch die Gegend zu laufen. Oh. Gut, dass das Leuchteding ins Kirchen ist, das interessiert uns ja nicht. Weil, wenn ich das einsammle, bin ich im Wasser. Vermutlich. Deswegen gehen wir da nicht hin. Stattdessen pirschen wir uns wieder an. Okay, hier sind ein paar mehr Leute. Ich komme von der falschen Seite, ne? Und der guckt die beiden an, das heißt, ich kann sie nicht ausschalten. Und ich weiß, ich habe die Berserkerpfeile und alles, aber... ich weiß ja nicht. Das ist ja fast schon wie Cheaten. Gott, wer hat mich gesehen? Bewegt ihr euch mal? Ich glaube, er wird es sehen, sobald ich rauskomme, aber... Folgendes werde ich jetzt machen. Hallo.
Vielleicht solltest du mal herkommen und gucken, wer das da im Busch war. Denn da liegt was im Busch. Ha! So. Das zu euch beiden, jetzt sind die nämlich weg. Ich will sie alle töten. Es ist jetzt ein bisschen unschön, ne? Wie schaffe ich denn das jetzt? Muss irgendwie an die beiden vorbeikommen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Dreht man nicht durch. Verdammt, ich komme nicht an. Okay, Plan B. Halt, Moment. Leichen plündern. Gute Idee. So, wunderschön. Okay, vielleicht schaffe ich es auch so irgendwie, an denen vorbeizukommen. Du hast nichts gesehen. Nein. Nein, ich bin nicht hier, Busch. Weißt du, guck danach. Nein. Dreh dich um. Los. Jetzt kommen die anderen beiden wieder. Okay, den Kollegen muss ich loswerden. Sehe ich da explosive Fässer? Aber ich glaube, wenn ich die auslöse, ist vorbei mit Schleichen, ne? Jetzt kommt der Kollege zurück, aber das stört mich nicht. Denn die beiden sind tot. Ja, kannst mich ruhig sehen. Kannst auch gerne herkommen. Wo? Was? Was? Wo? Nein! Wen? Wen? WTF? Was? Warum? Ja, gut, dann komm her. Warum? Ah, ja, Wutaki, du auch. Hier, komm. Wutaki in deinen Kopf hier. Zack. Kannst du mal sterben oder so? Sag mal, stimmt doch. Das stimmt mit dir nicht. Und dann schlägt er mich auch noch. So, ich hab gesagt, Wutaki in deinen Kopf. Hier hast du einen Wutaki. So. Zurück in den Schleichmodus. Was ein Scheiß. Wieso bist du rausgesprungen? So ein Penner. Okay, die beiden bekomme ich unmöglich zusammen. Wo ist die Leiche? Hä? Leiche? Oh, oh. Ich gehe da mal wieder weg. Warum war der Sniper jetzt pissig auf mich? WTF, was habe ich dem getan? Aber zumindest wissen wir, dass... Das sah komisch aus, dass da ein Sniper ist. Okay. Kümmern wir uns zuerst um den Kollegen hier oben. Der kann nämlich alles kaputt machen. Zum Glück haben wir das jetzt gemacht, sonst hätte ich ihn nicht gesehen. Du hast mich gesehen. Dafür wirst du sterben, Kollege. Sterben. Okay. Vielleicht sollte ich wirklich den Ausblick einnehmen. Hey, cool. Ich bin ein Genie. Aha. Sehr schön. Aber darunter wollen wir nicht, oder? Ach, können wir gleich. Können wir... Ach, können wir gleich. Was eine geile Abkürzung ist das. Autsch. So. Ich bräuchte ein paar Pfeile. Kugeln, Rauchbomben. Voll Rauchbomben habe ich auch nie eingesetzt, ne? Sollte ich mal machen. Wenn er wiederkommt, sind seine Kollegen tot. Aha. Oh, er hat die Leichen bemerkt. Hihihi. Kannst nichts mehr klauen. Hab ich schon geklaut. Wollen wir mal gucken, was du so hast. Wahrscheinlich gar nichts.
War ja klar. Wollte seine eigenen Kollegen beklauen. War ja so klar. Die kleine Ratte. So, ihr seid frei. Damit war das 2 von 2. Jetzt noch ein Doppelattentat. Das könnte schwer werden. Aber lass uns mal überraschen. Vielleicht schaffen wir es ja doch irgendwie. So. Einmal hier hin. Einmal darauf. Und dann hier runter. Warum? Jetzt leben alle wieder. Oh, ich bin hier unten. Wie? Was? Wieso hat sich das nicht gespeichert? WTF? Ach, das ist doch nicht euer Ernst, Alter. Okay, da rennen wir kurz durch. Ist mir egal. Ich habe alles perfekt hingekriegt und dann kam die Scheiße. Na kommt, kommt her, Ladies. Au, okay, ich... Ja, ist ja gut, sag mal. Okay, ich bin zu blöd zum Bock. Bin ich nicht. Ha. Ausgetrickst. Ich wollte euch nur glauben lassen, dass ihr mich besiegen könnt. Und dann im Endeffekt töte ich euch alle. Hat er gerade geschossen? Hä? Wie wär's mit dem Typen töten, den du attackiert hast? Autsch. WTF. Eieieiei. Das war close. Okay, ich will nur zu den Dingern da hinten hin. Und dann springen wir da nicht runter. Ah! So einfach jetzt gehen können. So, ihr seid frei oder tot, wie auch immer. Sag mal, Leute, weglaufen? Nein? Genießt ruhig die Aussicht. Alles gut. Alles gut. Nein, ihr seid nicht in Lebensgefahr oder so. Neben den Leichen von anderen Kameraden. Nein, nein, alles gut. So, die Frage ist, ist da jetzt ein Heuballen oder irgendwas, wo ich hinspringen kann? Ja, jetzt kletter hoch. Ja doch, wieso springst du da nicht hin? Was ist denn los mit dir? So, perfekt anvisieren und zack. Manchmal, Leute, bin ich echt von Idioten umgeben. Oh, da ist hier jemand. Komm mal her. Jetzt kommt doch mal her. Oh Gott. Oh, jetzt mit der Kanone da reinpfeffern. Bringt aber die Hufe, sonst lassen wir euch zurück. Wo sind die Leichen? Oh. 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 Nein, hier ist niemand. Oh. 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 Warte, warte. Nein, bitte nicht. Der ja dann scheiß drauf. Nein, ich scheiß da nicht drauf. Ich scheiß da nicht drauf. Was für ein Scheiß. Haha, wie ich mich da einfach durchgeschlängelt habe. Haben die gar nicht mit gerechnet, ne? Aha. So. Auf ein neues. Ich meine, wir haben ja die Zeit, ne? So, verzieh dich. Man bemerke, lassen Sie das Glöckchen in Ruhe. Hey, hör auf. Aber, weil ich es jetzt so oft verkackt habe, werden wir definitiv ein bisschen länger machen. Ich meine, heute kommt sowieso nichts anderes als Assassin's Creed. Da könnt ihr euch auch ein bisschen mit Assassin's Creed beschäftigen, finde ich.
Bitte, das bin ich euch schuldig. Das war voll unauffällig. Voll unauffällig. Okay, wir müssen diejenigen, die uns beobachten, entfernen. Das sind einmal die beiden. Der eine. Und der da. So, jetzt zu dir. Es war einfach so verführerisch, das Ding hochgehen zu lassen. Sagt jetzt nicht, ihr hättet nicht das gleiche getan. Oh Gott, nein! Fuck! Einer haut ab! Einer haut ab! Wehe, du Ratte! Ich werde das jetzt... Werd dich erschießen, ich schwör's dir. Haha! Okay, Nummer 1 ist tot. Oh, okay. Oh Gott. Okay, ich habe nicht mehr viel Leben. WTF. Du warst uns nützlich, Kenway. Wie ein echter Assassine. Und wofür? Seinen eigenen Stolz. Ihr habt euch mir in den Weg gestellt. Das sollte ein Mann nicht tun. Ein kesses Kerlchen. Genau wie Honeygold sagte. Dieser Templerhund bedeutet mir nichts. Keiner von euch. Und das ist ein Fehler, Kenway. Es waren die Templer, die uns aufnahmen, als alles zusammenbrach. Nicht unser König. Nicht unser Land. Die Templer. Die Templer sind unsere Familie. Wo ist deine? Mein Controller vibriert wie ein Herzschlag. Warum? Hört ihr das? Jetzt nicht mehr. Das Essen mager, die Heuer klein und die Arbeit hart. Doch als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit, Freude und Genuss sowie Freiheit und Macht. Und welcher Mann bei klarem Verstand würde Ersteres wählen, wo die einzige Gefahr für uns Piraten die zornigen Blicke jener ohne Glanz und Größe sind. Ha! Also, ich bin nun 6 Wochen unter euch. In dieser Zeit habe ich mir eure Ziele zu eigen gemacht. Und zwar mit solcher Hingabe, dass es euch erschrecken mag, eure Leidenschaften in so starkem Licht in mir gespiegelt zu sehen. Doch, wenn ihr eben einen Captain in mir seht, verflucht, dann bin ich euer Captain. Ja! Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Oh, Mann, deine Beharrlichkeit schmeichelt mir. Ich suche nach dem Observatorium. Man sagt, du seist der Einzige, der es finden kann. Man hat recht. Trotz aller Abneigung gegen deine Ungeduld erkenne ich in dir einen Hauch von Genie. Ich bin Bartholomew Roberts. Edward. Es gibt zurzeit nichts, was ich dir sagen kann. Doch wenn du mir zur Seite stehst, in 2 Monaten westlich der Leeward-Insel, erhältst du ein paar Antworten, das verspreche ich dir. Mission beendet. Ja, verkackt. Weil der Penner kein Doppelattentat machen wollte. Du bist ein Kacknoob. Scheiß Kacknoob. Unglaublich. Huch, what's happening? Oh Gott, wir haben gleich 30 Minuten. Ich sollte aufhören. Ich kann nicht. Ich habe so lange nicht reden können.
Ich habe so lange stillschweigend vor mich Isaac gespielt, dass ich genauso traurig wurde wie Isaac. Oh, Isaac, ich vermisse dich. Vielleicht spiele ich das heute Abend nochmal. Hat da gerade jemand genießt? Schon komisch. Beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache. Aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilber. Da ist es schöner, die Krankheit zu kriegen, als sie zu heilen. Denkst du über etwas nach? Ah, die Menschen leben gerne nach einem Kodex oder Credo, nicht? Doch wenn's pressiert, folgen sie ihrem Instinkt und nicht den eigenen Regeln. Nur was hat man von einem Credo, wenn es die Menschen nicht zwingt, sich entsprechend zu verhalten? Man fühlt sich vielleicht, als gehörte man dazu. Hast du eine Antwort? Ah, dass die Menschen Schafe sind. Dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient, den er trinkt. Segle zu diesem Ort. Bring nur die, denen du traust. Oh, wir kommen dem Observatorium näher. Übrigens, ich hätte gerade schon die Folge beenden können, hab's aber verplant und hab einfach A gedrückt. Naja, egal. Gut, wir sind ein paar Ideen reicher. Wir sind auf einer neuen Insel. Irgendwo im Nirgendwo. Und wir müssen wohin? Ja. Gute Frage. Ah, jetzt. Wir müssen dahin. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, Blackbearts Schachzug. Blackbeard? Er ist zurück. Spoiler! Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann gibt's wahrscheinlich ein Twistplot. Bam, bam, bam. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt mir doch bitte ein Like, das hilft meinem Channel und hilft meiner Motivation. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Ich verabschiede mich. Haude rein. Tschüss.